Marcelito, endlich wieder! Ich habe ihn ja so lieb gewonnen bei den letzten Malen. Er ist so süß und so ein hübscher, liebenswürdiger Mann, den man einfach nur in den Arm nehmen möchte und knuddeln und beschützen. Und seine Stimme hat mich damals schon unglaublich berührt. Wer dieses Profil cool findet hier auf Stimmbildung Online, ich reagiere zu Stücken, die ich zum allerersten Mal höre. Gerne abonnieren, dafür wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Doch nun geht es gleich weiter. Wer noch mehr Tipps über Stimmbildung und Singen lernen erfahren möchte, dann schaut gerne auf meine Homepage vorbei, stimmbildungonline.de, und holt euch das kostenlose Videotutorial. Dort verrate ich euch 7 wertvolle Tricks und Tipps, wie ihr lernt, vom Herzen ausdrucksstark und mit Gefühl zu singen. Doch nun zum Video. Wir haben hier Never Enough. Das Stück kenne ich schon. Da habe ich mal zu Morissette, genau, sie hat das schon mal gesungen. Aber mit Marcellito habe ich das noch nicht gehört. Let it stay this way. Can't let this moment end. I set up a dream with me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share? Ist das nicht süß? Ist das nicht herzlich? Einfach ein paar spannende Fakten. Ich wusste ja gar nicht, wo ich unterbrechen soll. Ich hoffe, das Video ist trotzdem nicht gestrichen. Ach du meine Güte. Er kann ja, Marcellito kann ja wahnsinnig toll Stimmen imitieren. Und wir wissen ja auch, dass er von einer männlich klingenden Stimme zu einer weiblich klingenden Stimme, also sei es auch eine Counterstimme springen kann und die Interpreten auch
ja, recht gut interpretieren kann. Aber trotzdem hat er auch eine individuelle, sehr so, ja, goldene Farbe in seiner Stimme, die ihn doch unverkennbar macht. So etwas auch gewissermaßen Zartes, obwohl er stark singen kann, aber sowas, ja, etwas wie sein Charakter, ne? Also er ist kein nur so Powermann, ne? Er hat auch sowas ganz, eine sehr einfühlsame, sensible Seite, finde ich. Und das hören wir auch in seiner Klangfarbe sehr. Beim ersten Refrain, wo das mit Never Enough kam, fand ich, ah, da hat er noch nicht ganz so aufgemacht, ne? Da hätte mir mehr noch so eine Entspannung so gefallen. Aber dann hat er sich noch umso mehr gesteigert. Und dann dachte ich, okay, vielleicht hat er noch ein bisschen zurückgenommen und dann richtig Power gegeben. Also man könnte das vielleicht so machen, dass etwas mehr freier bei diesem Never Enough, diese wunderschönen Phrasen und dann eher mehr in Richtung Power. Also da fand ich ein Müh, dass da noch mehr sein konnte. Pianistisch auch große Klasse, hat so schön gepasst, ne, wie die beiden da so harmoniert haben. Aber was da so aus dem Background kommt, das hat mir dann weniger gefallen, das klang recht künstlich so. Kann er aber ja nichts dafür, ne? Man muss ja sparen an allen Seiten, sage ich mal so. Aber ich finde, bei ihm könnte man da durchaus ein bisschen mehr investieren an Live-Orchester. Das wäre er auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wert. Tolle Sache, tolles Stück, passt, finde ich, super zu ihm, emotional, musikalisch. Ich hoffe, ich finde mal noch mehr Stücke von Marcellito, weil er wirklich große Klasse ist und der niedlichste überhaupt von allen. Also süßer kann man ja nicht sein. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Tamino, ein für mich unbekannter Künstler, aber sehr bekannter Name. Bis dahin wünsche ich euch schöne Grüße aus der Hansestadt Lübeck.